Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und am Mittwoch ist Coin Day, also Wednesday is Coin Day. Heute geht es mal wieder darum, euch einen neuen Coin vorzustellen. Und ich habe mich dafür entschieden, einigen Kommentaren gerecht zu werden. Viele von euch haben nämlich gefragt, was oder wer ist Verge? Heute geht es darum, was ist Verge XVG? Ich sage gleich mal vorab, heute wird das Video ein bisschen interaktiver als sonst. Bislang war es ja eigentlich immer so, dass ich Präsentation vorbereitet habe und daraufhin dann eben das Ganze so hin und wieder mal zusammenfasse und so weiter. Heute möchte ich mal mit euch, aufgrund dessen, dass die Internetseite von Verge ziemlich cool ist, möchte ich mal mit euch ganz genau anschauen, was ist Verge, und mir mit Hilfe der FAQs einfach mal gemeinsam mit euch anschauen, worüber wir hier sprechen. Bevor wir damit starten, aber trotzdem einmal von mir wie gewohnt die Key Facts. Ganz kurz und knapp, diesmal habe ich richtig nachrecherchiert, es ist hier der Proof of Work, der zugrunde liegt, und wir haben mit Verge, oder XVG ist dementsprechend die Währung von Verge, eine sehr, sehr schnelle Transaktionsrate. Das heißt, wir haben eine Blockzeit von weniger oder von ungefähr 30 Sekunden. Das Ganze basiert für diejenigen unter euch, die sich mit den Algorithmen beschäftigen, auf diversen Dingen. Ich will da gar nicht so tun, als ob ich davon Ahnung hätte, das wäre nämlich falsch. Ich bin eher, ja, ich bin zwar fürs Grundverständnis ganz gut, aber sobald es dann sehr, sehr tief in die Thematik geht, vor allem in die Technik, bin ich da auch häufig raus. Deshalb seht es mir nach, man kann über Verge wahrscheinlich Bücher schreiben an Hintergründen, wie das Ganze funktioniert. Mir ist wichtig, dass ihr grundsätzlich versteht, was ist Verge, ist das für mich eine Sache, die interessant ist oder nicht, und ich hoffe, das könnt ihr am Ende dieses Videos beantworten. Okay, also wir sehen, Proof of Work ist hier der Standard, ansonsten Einführung 2014 unter dem Namen damals Dogecoin Dark. Dogecoin geriet dann ja irgendwann so ein bisschen in die Medien als Spaßcoin, als Initiative, um ein bisschen Solidarität zu zeigen, aber so richtig Sinn und Zweck hatte Doge irgendwie nie. Dementsprechend haben sie sich dann 2016 dazu durchgerungen, das Ganze umzubenennen, und sie nennen das Ganze aufgrund der Seriosität jetzt eben nicht mehr Dogecoin Dark, sondern XVG bzw. Verge. Aktueller Auszug von CoinMarketCap, wir sehen ungefähr 163 Satoshi, das seht ihr hier unter den Dollar, da seht ihr also 163 BTC. Für diejenigen unter euch, die das Wort Satoshi schon oft gehört haben, aber nicht genau wissen, was ist das überhaupt? Satoshi ist sozusagen die kleinste Einheit des Bitcoin. Ihr seht ja, hier steht unter den Dollarzeichen 0,00000 und so weiter 163 BTC. Also, wir sprechen hier nicht über 0,00000163 Bitcoin, sondern man macht es sich einfacher und sagt, wir sprechen über 163 Satoshi. Ja, so könnt ihr schnell, kurz und knapp erzählen, worum es geht, und jemand, der euch versteht in dieser Hinsicht, wird eben schneller wissen, welchen Wert ihr da habt. Ja, ansonsten ist es so, dass wir den Großteil der Unterstützung, die draußen ist, also der XVG, schon bereits draußen haben. 13,4 Milliarden insgesamt, also sehr, sehr viel mehr als vom Bitcoin. Warum das so ist, werde ich euch später noch erläutern. Ansonsten haben wir hier natürlich noch ein bisschen Puffer. Wir haben noch ungefähr 3 Milliarden Puffer, und die sind eben noch in der Mine-Phase. Also theoretisch können die jetzt noch oder werden in der Zukunft noch gemined, sodass immer wieder Stück für Stück neue Coins auf den Markt kommen. Ja, dadurch, dass es schon 2014 unter dem Namen Dogecoin Dark eingeführt wurde, merkt ihr, Verge ist also keine neumodische Geschichte, sondern Verge gibt es schon relativ lange. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Internetseite gestrickt ist, von der ich vorhin so geschwärmt habe. Aber bevor ich das tue, mal mit euch Folgendes machen. Und zwar wollte ich mal einfach nur zum Spaß, vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, ich wollte mal gerne wissen, was heißt Verge überhaupt? Ich kenne den Begriff so nicht. Ich habe jetzt mal geschaut im Englischen, der Rand, was gab es da noch irgendwo, der Seitenstreifen, ja hier der Seitenstreifen, der Abstellstreifen. Naja, ob ich meinen Coin so nennen würde, weiß ich nicht. Deshalb habe ich auch nochmal in anderen Sprachen geschaut, und da ist mir was Lustiges aufgefallen bei Frankreich. Und zwar La Verge, der Rohrstock, oder La Verge, die Route, oder La Verge, das männliche Glied. Also gut, wenn Sie den Coin darauf anspielend benannt haben, dann mutig. Vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, woher kommt das Wort Verge, beziehungsweise was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Da steht leider nichts zu in den FAQs, aber gut. Ja, jetzt habe ich euch schon so viel davon erzählt, jetzt gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an. Und zwar gehen wir mal zuallererst auf die standardisierte Seite, auf Verge, also ich gebe das mal ein, vergecurrency.com. Das ist die offizielle Website. Überraschend ist die Website in sehr gutem Deutsch gehalten. Einziger Nachteil ist, wenn ihr euch hier oben auf die Reiter einklickt, zum Beispiel jetzt mal auf die FAQs geht, dann werdet ihr sehen, dass diese FAQs, trotzdem ihr auf Deutsch auf der Startseite wart, plötzlich auf Englisch sind.
Damit ihr dieses Problem lösen könnt, habe ich euch den fertigen Link bereits rausgesucht. Ein bisschen Internethilfe hilft. Wenn wir mal anschauen, dann heißt der Link eben oben noch nicht mehr virtualcurrency.com, sondern virtualcurrency.lengs/de/FAQ. Aber damit ihr es einfach habt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und ihr seid dann direkt bei den Frequently Asked Questions auf Deutsch. Und die sind ziemlich spannend und auch vor allem coole Fragen, die gestellt wurden. Dazu später mehr. Okay, aber jetzt einmal zur Startseite. Und da sehen wir einmal ein kurzes Image-Video. Das Image-Video gibt nicht so besonders viel her. Da seht ihr so eine relativ einseitige Geschichte. Ihr seht Menschen, die werden dann verbunden mit Emotionen, Bewegungen und so weiter. Und der Coin schafft es und so. Also das war jetzt für mich nichts Weltbewegendes, wo ich sage, das wäre es wert, dass ich euch das jetzt groß einmal zeige. Sondern schaut es euch gern selbst an. Mir ist viel wichtiger, dass ihr versteht, wo der Mehrwert von Verge liegt. Als allererstes einmal, Verge ist im Prinzip nichts anderes als eine Blockchain, also eine Art Buch, in dem die ganzen Transaktionen gespeichert werden. Nur nennen die das Ganze jetzt eben ein Journal. Ja, wir gucken uns gleich mal an, wie genau das aufgestellt ist. Aber sie nennen das ein Journal, also sie behaupten von sich, sie haben die Blockchain verbessert von Bitcoin, zwar darauf anlehnend, aber eigentlich eine deutlich bessere Bitcoin-Block oder eine bessere Blockchain entwickelt. Und diese Blockchain nennen sie dann dementsprechend auch ein wenig anders, aber das Prinzip ist das gleiche. Es gibt also Miner, es gibt Nodes, es gibt also Menschen, die Transaktionen prüfen und diese Transaktionen werden dann auf Richtigkeit geprüft und wenn das passiert, werden die bestätigt und ihr wartet dann eben, wenn ihr eine Transaktion durchführt, auf die Confirmations. Das Besondere bei Verge, und jetzt geht es eigentlich um das Brisante daran, ist, dass Verge mit Abstand die anonymste aller Währungen ist, also zumindest Stand heute. Und zwar gibt es verschiedene Mechanismen, also ich will jetzt gar nicht so tiefgründig in diese ganze Technik rein, aber das ist wichtig, um es zu verstehen. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie eine Leitung geschützt werden kann. Und es gibt zum Beispiel die sehr bekannte Leitung VPN, das ist eine bestimmte Leitung, auf der eben fast alle Coins basieren. Der Nachteil daran ist, dass die IP-Adresse, also das Nummernschild, wenn ihr so wollt, also euer Nummernschild, quasi nicht ganz ausblendbar ist. Es ist also beim Bitcoin zum Beispiel, trotz des Versprechens, dass Bitcoin doch so anonym sei, eigentlich fast unmöglich, alles zu verschleiern. Es gibt immer die Möglichkeit, zum Beispiel für gewisse Organisationen oder auch für meinetwegen ein Supercomputer oder irgendwas, was zurückrechnen kann, sehr, sehr schnell herauszufinden, wo wem welche Summe zugetragen wurde. Und somit ist es eigentlich nur halb anonym, was da von Bitcoin immer preisgegeben wird. Es wird anonym genannt, ist es aber eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir aber hier das Thema vollständiger Anonymität und das funktioniert bei Verge aufgrund von zwei Sicherheitsmechanismen, nenne ich sie einfach mal, oder Verschleierungsmechanismen. Und zwar einmal der Begriff Tor und I2P. So, hier, Verge nutzt verschiedene Netzwerke wie Tor und I2P, bei denen die Anonymität das zentrale Thema darstellt. Die IP-Adressen sind verschleiert und die Transaktionen sind nicht zurückverfolgbar. Okay, ich will jetzt wie gesagt nicht zu technisch werden, aber habe mir mal die beiden Begrifflichkeiten herausgesucht zum Thema Tor und zum Thema I2P. Tor, so kann ich es vielleicht in eigenen Worten erklären, weil ich früher selber mal als Gamer irgendwie damit zu tun hatte. Soweit ich es kenne, oder wenn ich es bildlich erklären sollte, würde ich sagen, Tor funktioniert so, dass er ständig eure IP-Adressen verändert, beziehungsweise eure IP-Adresse nicht sichtbar ist. Ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt ein Auto, das dauernd sein Kennzeichen wechselt, unendlich viele Kennzeichen hat, wenn man so will. Und egal, wann es gerade geblitzt werden würde, sobald man es verfolgen will, würde dieses Auto schon wieder ein neues Kennzeichen haben. Und so ist es schwierig, da irgendwie nachzuvollziehen, wer denn ursprünglich mal meinetwegen eine gewisse Sache begangen hat oder eine Transaktion durchgeführt hat oder. Das Ganze basiert dann auf einem Zwiebelprinzip, also als ob man ganz viele verschiedene Scheiben und Schichten hat und deshalb ist auch das Logo von Tor eine Zwiebel. So, und dieses Zwiebelprinzip nennen die Onion Routing und dieses Onion Routing ist eine Anonymisierungstechnik im Internet. Hierbei werden die Webinhalte über ständig wechselnde Routen mehrerer Mixe geleitet, welche in diesem Zusammenhang auch Knoten genannt werden und so weiter und so fort. Ich hatte hier unten noch einmal kurz rausgesucht, der Begriff Onion, Zwiebel leitet sich von dem verwendeten Verschlüsselungsschema ab. Das heißt nichts anderes, als dass eben ganz, ganz viele verschiedene Verschlüsselungsmechanismen dahinter stecken und es für einen, der ausfindig machen möchte, sehr, sehr schwierig wird, durch die ganzen Schichten zu kommen. Falls einer von euch richtig viel Ahnung hat von dem Thema und es einfach und knapp erklären kann, dass auch ich es verstehe, dann super gerne. Ich brauche in diesem Video das erste Mal richtig Unterstützung von euch, weil es ein sehr, sehr technisch lastiger Coin ist.
und ich selbst auch noch immer dazu lernen kann. Aber ich hoffe zumindest so ein bisschen erklären zu können, wo hier dieser große Unterschied liegt. So, und das zweite Thema ist die I2P-Technik. Auch hier wieder prinzipiell ein Sicherheitssystem, das eben erstens von sehr, sehr vielen Plattformen akzeptiert wird. Also wir sehen beim Betriebssystem, es ist plattformunabhängig, was es eben massentauglich macht. Und das zweite ist, auch hier gibt es verschiedene Verschlüsselungsverfahren, die das Ganze sehr, sehr schwierig nachvollziehbar machen. So, und dadurch, dass Verge mit beiden System zusammenarbeitet, haben wir eben diese Anonymität. Kurz gesagt, bis auf Monero gibt es keine andere Währung, bei der es möglich wäre, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, Transaktionen durchzuführen. Und das wird, glaube ich, gerade so mittelfristig, wenn wir mitbekommen, dass in China gerade der Staat eingreift und dass es sicherlich auch nicht lange dauern wird, bis die nächsten Staaten reagieren, kann es schon nicht verkehrt sein, eine sehr, sehr anonyme Währung zu haben, um eben niemals in irgendeiner Form belastet zu werden, wenn man irgendeine Transaktion durchführt. Ja, das zweite Thema, womit sie prahlen oder angeben, ist die große Community. Nun ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich selbst habe euch gesagt am Anfang des Videos, es gibt zwar immer mehr Sympathisanten von Verge, es gibt auch viele Gerüchte, dass zum Beispiel Großinvestoren wie John McAfee einsteigen wollen bei Verge im großen Stil. Trotzdem, der Kurs zeigt uns aktuell bei seinen minimalen Satoshi, ich glaube, wir waren eben bei 163 Satoshi, dass da noch nicht wirklich so viel Community hintersteckt, beziehungsweise die Community jetzt noch nicht so riesig ist, dass ich sie jetzt großartig nennen würde. Ja, was allerdings nennenswert ist, ist die extrem schnelle Transaktionszeit. Also wenn wir mal überlegen, der Bitcoin schafft nur wenige Transaktionen pro Minute. Hier haben wir halt die Möglichkeit, sehr, sehr viel mehr ultraschnelle Transaktionen durchzuführen. Und das braucht man auch bei der Menge an Coins, die eben insgesamt zugrunde liegen. Ja, zum Team selbst habe ich in den FAQs mal geschaut. Gibt es nicht so viel Informationen? Wir gucken uns das gerne mal gemeinsam an. Und zwar, wie viele Personen sind daran beteiligt? Hier seht ihr auch, warum ich das so cool finde, diese Seite. Also alles in richtig gutem Deutsch hier. Also nicht mit Google Übersetzer einfach so mal kurz Copy-Paste und dann gucken, was rauskommt, sondern hier haben wir wirklich eine richtig gute deutsche Seite. Die wurde also wirklich von irgendeinem Deutschen geschrieben. Oder vielleicht ist auch ein Teil des Teams deutsch. Ich konnte es hier daraus nicht erkennen, weil sie mit Pseudonym arbeiten. Es gibt gegenwärtig verschiedene Entwicklerteams. Das Hauptteam besteht aus dem Chefentwickler, der nennt sich Sunnerock, und 10 anderen Unterstützern. Ja, das Team des Internetauftritts hat 2 Hauptentwickler, G. Franco und Hello Karma. Also ihr merkt schon, das sind Synonyme. Von daher kann ich leider nicht so richtig rückverfolgen, woher diese Menschen kommen oder ob sie schon mal irgendwelche besonderen Projekte gemacht haben. Ja, das also dazu. Ansonsten Verge ist generell so ein bisschen der Quertreiber. Also wir merken es am Thema der Anonymität, aber auch am Businessplan an sich. Also die Businesspläne an sich werden White Paper genannt und sie nennen ihr White Paper einfach Black Paper. Man merkt, dass das so ein gewisser Szene-Trend, den Verge da spielt. Man merkt auch durch diesen Dogecoin Dark, dass sie damals so gewisse Spielereien auf den Markt werfen wollten. Die sind aber scheinbar nicht so gut gefruchtet, sodass man eben irgendwann ein bisschen seriöser werden wollte. Black Paper hin oder her, ich finde es auf jeden Fall witzig, ein Schmunzler ist es wert, aber es unterscheidet sich in keinster Form vom White Paper. Okay, das also hierzu. Den Rest könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also ich finde das total spannend, was man hier noch so weiter lesen kann. Ich will allerdings jetzt nicht jedes Detail einfach zusammenlegen und einfach nur vorlesen. Mir ist wichtig, dass wir das Ganze nochmal zusammenfassend anschauen. Und dafür habe ich, wie ihr es natürlich kennt, in der Präsentation eine Zusammenfassung gemacht. Und die sieht wie folgt aus. Was ist Verge? XVG. Zusammenfassung, im Prinzip ist Verge eine dezentrale, optimierte Blockchain, die besonderes Augenmerk auf Anonymität legt. Verge selbst nennt es ein Buchungssystem mit öffentlichem Journal, also Open Source, genau wie es bei der Bitcoin-Blockchain auch der Fall ist. Allerdings ist es hier etwas anonymer als beim Bitcoin und hier wird es nicht nur gesagt, sondern auch bewiesen durch Tor und eben durch I2P. Verge ist in erster Linie als Bezahlcoin gedacht. Es sollen bei diesen Coin vor allem dazu führen, dass diese ganzen Kommastellen verschwinden. Denn ich hatte euch eben schon die Abkürzung Satoshi genannt, aber trotzdem ist es generell für Computer immer sehr schwierig, diese ganzen Stellen nach dem Komma zu errechnen. Also 0,00002 Bitcoin, um ein Brötchen zu kaufen oder so. Und damit das Ganze vereinfacht wird, wäre es eben so, man zahlt zukünftig eben keine 0,002 Bitcoin mehr für das Brötchen, sondern als Beispiel 10 XVG. Das macht es für Rechner einfacher, für Systeme einfacher, das zu verarbeiten. Und vor allem ist es auch für uns im Kopf einfacher, mit ganzen Zahlen zu arbeiten, als mit irgendwelchen Kommastellen. Ja, IP-Adressen sollen nicht mehr verfolgt werden können, eben durch Tor und I2P. Und die Anzahl der Coins ist neben der generellen Verfügbarkeit vor allem aber ein Sicherheitsmechanismus. Es geht bei Verge vor allem darum, dass sich nicht irgendein Mensch den Großteil der Coins unter den Nagel reißen kann
und dann mit 51 oder 60% Anteil den Preis einfach manipulieren kann. Genau deshalb gibt es so eine enorme Anzahl an Verge. Das ist dann ähnlich gedacht wie beim Dollar und beim Euro. Es gibt halt enorm viel davon auf dem Markt und es ist nicht möglich für einen Bill Gates oder so, auch wenn er sehr, sehr viel Geld hat und ich bin sicher, er hat auch gewisse Macht und auch Möglichkeiten, aber er könnte nicht die ganze Währung entwerten innerhalb von einem Tag. Das funktioniert einfach nicht. Er hätte nicht so viel Macht, dass er die gesamte Währung gefährden könnte. Und das ist das wichtigste Argument, warum es so viele Coins gibt. Ja, Proof of Work verhindert ebenfalls eine ungleiche Verteilung, dadurch, dass beim Proof of Work, also beim Minen, dementsprechend Kontrollen durchgeführt werden und man was dafür leisten muss, also Blöcke erschließen muss, Blöcke finden muss, Blöcke prüfen muss, um eben eine Belohnung dafür zu erhalten, kurz gesagt, ist es natürlich wichtig, dass dieser Proof of Work dazu führt, dass auch Leute, die bereits viel Verge halten, trotzdem noch, wenn sie mehr dazu verdienen wollen, mit ihren bestehenden Coins keine dazu gewinnen würden, wenn sie nicht irgendwas dafür tun. Beim Proof of Stake ist es ja ein bisschen anders, da reicht es ja, die Coins einfach auf seiner Private Wallet zu halten und oder auf dem Private Key zu halten auf eurer Wallet und dann würdet ihr belohnt werden dafür, dass ihr sozusagen wie Aktien diese Anteile haltet. Ja, also hier ist es schon so sehr fair gehalten. Es geht hier nicht darum, dass Reiche reicher werden sollen, sondern jeder die gleiche Möglichkeit haben soll. Und was auch ziemlich cool ist, es gibt auch auf Verge, könnt ihr euch mal die sogenannte Rich List anschauen, also die Liste, auf der die Menschen aufgeführt sind oder die Firmen aufgeführt sind, die einen Großteil von Verge halten. Ihr könntet also theoretisch genau herausfinden, wer in welcher Sparte wie viel davon hält. Und das macht das Ganze extrem transparent, extrem nachvollziehbar und ich finde auch nicht zuletzt sehr attraktiv. Ja, das war mein Schlusswort eigentlich schon. Wenn ihr noch was haben solltet, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich glaube, zu Verge kann man noch viel, 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 viel mehr erzählen. Aber die Zeit ist knapp und ich weiß, unter der Woche möchtet ihr auch gerne kurze, knappe, inhaltliche Videos und nicht so viel Schwammiges. Ich habe euch die FAQs gezeigt, da wird nochmal viel mehr erklärt, falls ihr euch in der Tiefe dafür interessiert. Ansonsten hoffe ich, war das ein cooler Vorgeschmack auf Verge. Meine aktuelle Empfehlung ist, dass ihr euch wirklich mit dem Thema beschäftigt. Verge ist noch sehr, sehr günstig. Und diese Anonymität, glaube ich, es wird gar nicht mehr so lange dauern, bis sie immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Von daher habe ich diesen Coin nicht aus Spaß ausgewählt, sondern schon, dass ihr euch wirklich auch mal mit der Thematik auseinandersetzt. Was ist eigentlich für mich das Richtige in der Zukunft? Und könnte ich mir vielleicht vorstellen, in so einen Coin wie Verge zu investieren? Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, das ist gerade ein guter Moment zu investieren oder ob ihr sagt, Verge ist eher noch in den Kinderschuhen, man sollte noch abwarten. Ja, da bin ich mal total gespannt, dass wir das vielleicht so eine kleine Debatte hinbekommen. Und ansonsten wollte ich mit euch noch einen letzten Blick auf den Twitter-Account werfen. Wir hatten ja im Wochenreport davon gesprochen, dass wir nächsten Sonntag, also heute in 4-5 Tagen, dass wir da auf über 100 Follower kommen wollen. Und ich danke euch sehr, sehr. Wir haben es geschafft, von, ich glaube, 40 Followern auf 108 zu kommen, von Sonntag bis heute. Ziemlich genial. Ich bin so stolz darauf, dass ihr wirklich euch so engagiert, dass ihr auch wirklich mal Beiträge teilt, dass ihr retweetet, wie sich das hier nennt, und dass ihr auch wirklich immer so gutes Feedback gebt, mir auch mal sagt, wenn ihr was nicht verstanden habt. Ich glaube, davon lebt dieser Kanal, davon leben wir alle und davon lernen wir auch alle. Also macht bitte genauso weiter. Ja, wenn ihr irgendwelche Wunschcoins habt, schreibt sie mir wie immer ins Kommentarfeld. Freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch erstmal einen richtig, richtig geilen Abend. Und wir sehen uns spätestens am Sonntag zum Wochenreport. Bis bald. Ciao.